Ich bin heute endlich zurück in StumbleGuys. Wir haben extrem viele neue Skins, Minigames, krasse Updates, die in der Zwischenzeit passiert sind und müssen heute jeweils die Minigames gewinnen, ins Finale kommen und ich will heute meinen ersten Sieg in StumbleGuys holen. Viel Spaß! Auf geht's! Stumbles and Dragons. Es soll irgendwie so geheime Räume geben, so eine, also Dungeons, die man halt lösen muss. Wenn ich es richtig verstanden habe, klingt alles... Oh mein Gott. Es gibt hier direkt ein Event. Man kann auch irgendwie so... Okay, das ist crazy. Ich will auf jeden Fall alleine spielen. Ich will mal spielen. Es geht direkt los! Was? Es geht direkt los! Jetzt habe ich nicht meinen Skin oder irgendwas ausgewählt, aber ist egal. Wir haben das Ganze hier leert. Bei diesem Video zählt jeder Support. Also wenn ihr mehr sehen wollt oder auch mich direkt unterstützen wollt, Links im Spiel ist ganz oben in der Beschreibung. Jeder einzelne Download zählt, unterstützt meinen Kanal direkt. Also vielen Dank. Es lohnt sich sehr. Oder ihr könnt auch einfach den QR-Code nutzen, um das Spiel direkt runterzuladen. Und wir sehen hier direkt das allererste Game. Ich kann euch das Game wirklich nur empfehlen. Ich habe es auch schon früher gezockt. Es geht direkt los. Habe ich Sound? Ja, ich habe Sound. Okay, keine Ahnung. Ich muss mir das gleich alles nochmal genau durchlesen. Ich dachte, es wäre echt ganz cool, einfach die erste Runde einfach straight reinzustarten. Wie geil ist das denn bitte? Das ist ja, okay, 12 Räume gibt es auf jeden Fall. Ah, so ein Double Jump. Okay, wir müssen, 3 von 16 eliminiert. Dürfen wir nicht auch, oh mein Gott, das ist ja übel geil. Ey, ich liebe dieses Game. Oh, shit, bin ich runtergefallen. Aber ich bin sehr gespannt, was ist hier alles passiert. Also hier kommen schon mal so Stacheln raus, oder wie? Oh, ich hab's gar nicht gecheckt, dass es timen muss, egal. Oh, okay, sehr gut. Also im Game an sich geht's einfach darum, ne, dass man ins Ziel kommen muss. Und die langsam sind, fliegen halt hier raus, oder waren noch so Gegner. Ich habe hier eine Fähigkeit. Ah, ein Schild! Dann kann ich hier durchlaufen, oder wie? Ist es zu spät? Qualifiziert. Ach, ich hätte einfach nicht sterben dürfen. Ach so. Easy. Okay, direkt hier die erste Runde, richtig gut. Ich habe jetzt noch nicht mal einen Special Skin ausgewählt oder irgendwas. Also ich weiß, dass es auch noch coole neue Skins gibt. Aber ich denke, wir finden es einfach erstmal raus. Genau, ist glaube ich am coolsten einfach. Okay, weiter geht's direkt hier mit Lava Land. Okay, also das Spiel kenne ich. Da muss man auf diese Lava-Blöcke springen und darf halt nicht in die Lava fallen. Ist eigentlich relativ simpel. Imagine, ich gewinne jetzt direkt die erste Runde. Das wäre sehr krass. Aber ich bin natürlich vor allem noch gespannt, was es noch so an weiteren Räumen gibt, an weiteren Dungeons gibt. Das ist eigentlich eher die große Frage. Aber ich bin vor allem gespannt, wie ich mich anstellen werde, weil ich habe jetzt doch schon länger natürlich nicht mehr gespielt. Also ich glaube, wann habe ich die Videos gemacht? 2022 war das. Und ich muss wirklich sagen, ich finde wirklich, dass sich das Game echt krass entwickelt hat. Ich meine, ihr seht ja auch was, also wir werden es gleich nochmal sehen. Oh, es sind 6 oder 8 schon raus, sehr gut. Ach, das ist ein Skin! Dieser Schatten, der da springt, der ist raus. Ey, das ist ja wirklich, also das ist ja wirklich ein... Oh, da wurde ich geboxt. Jetzt nicht so ausscheiden. Das wäre jetzt echt bitter, wenn ich jetzt irgendwie so rausgeboxt werde. Aber direkt die erste Runde sieht eh solid aus. Wir werden eh mehrere Runden spielen. Wir werden uns noch die verschiedenen Dungeons auch, wie gesagt, anschauen. Ansonsten, soll es auch noch weitere Spezialfähigkeiten geben? Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe echt Angst, ich will es noch nicht ausscheiden, sehe ich ehrlich. Komm, einer muss noch irgendwie ausscheiden. Komm, einer. Ich bleib einfach kurz stehen. Jawohl! Ich sag ehrlich, für den Auftakt ist das schon mal gut. Wir sind jetzt schon mal Top 8 auf jeden Fall. Mein Ziel heute ist, ich will einen Sieg holen. Ich glaube, das ist das allererste Finale jetzt direkt. Ich bin sehr gespannt, wie es laufen wird. Was bekommen wir als erstes Game hier im Finale? Nochmal die... Oh! Nochmal Stumbles and Dragons, okay. Ich glaube, jetzt kommt es drauf an. Lass dich nicht erwischen. Was ist das? Ich verstehe es nicht so ganz. Neue Spezialfähigkeit. Wir drücken die direkt. Was war das? Wir sind so nach vorne gedasht scheinbar, okay. Dann machen wir das hier direkt einmal, würde ich sagen. Nein! Ich bin nicht raus! Let's go! Okay, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, warum ich jetzt nicht rausgeflogen bin dafür. Ich weiß echt nicht, warum ich jetzt nicht rausgeflogen bin. Kann sein, dass immer so die hinteren hier rausfliegen, natürlich. Oh mein Gott. Ah, okay, ich denke, immer die hinteren fliegen dann wahrscheinlich raus. Ich muss wahrscheinlich möglichst schnell jetzt sein. Ich glaube, aktuell sind wir nicht... Oh mein Gott, nein. Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ich habe die Fähigkeit gedrückt. Das wollte ich nicht. Oh mein Gott, okay. Hier geht's schon mal weiter. Ich glaube, wenn ich auf seinen Kopf gehe, müsste es funktionieren. Ach, scheiße, ich geh rüber. Wir gehen hier die Treppen. Jetzt geht's hier voran. Okay, jetzt hier rüber. Jawohl, ist gut gewesen. Sehr gut gewesen. Die Gegner sind hier auch alle ein bisschen lost, habe ich das Gefühl. Aber ich natürlich auch. Ich habe die Fähigkeit aus Versehen gedrückt, egal. Also dieses nach vorne dashen bringt mir halt nicht viel, wenn ich halt auf so einer Treppe nach oben muss, natürlich. Jetzt verstehe ich! Jetzt bin ich eliminiert. Ah, aber die erste Runde war geil. Okay, wir wollen auf jeden Fall in Win mal schauen, was es noch so für Events gibt. Und vor allem Skins gibt es auch eine ganze Menge, habe ich schon gesehen. Oha, wir kriegen übel krasse Belohnung für die Runden auch. Ey, das ist übel geil. Holen. Ach, krass. Okay, da sehen wir schon einiges, was es hier gibt. Lol, wie viel, hä? Junge, es hört einfach nicht auf. WTF? Hä? Wir sind drin, Stumbles and Dragons. Insgesamt gibt es 12 verschiedene Räume, die wir hier überstehen müssen. Und es gibt verschiedene Fähigkeiten. Ich glaube, was wir jetzt haben, ist Zauberer. Damit können wir uns einfach nach vorne teleporten.
Wenn ich es richtig verstanden habe. In der geraden Linie hieß es. Ich mache erstmal so. Ich bin Kleriker. Ich bin Kleriker wieder. Das heißt, ich habe das Schild bekommen. Ich war schon kurz verwirrt, warum ich irgendwie nicht teleporte. Ich glaube, das Schild hilft mir jetzt gerade eigentlich ziemlich... Komm ich hier nach oben? Oh, lol, das war gut. Das war sehr gut. Junge, die Musik. Hilfe. Ah, sieht gut aus. Okay, also Schild haben wir auf jeden Fall. Ansonsten gibt es auch noch Schurke. Damit können wir besonders hoch springen. Es gibt Zauberer. Damit können wir uns, wie gesagt, nach vorne teleporten. Und es gibt Kämpfer, genau, haben wir vorne gesehen. Da dashen wir... Haben die alle so ein... Ach, das ist ein Wächter. Da haben die alle so ein Ausrufezeichen über dem Kopf. Und... Let's go. Müssen aufpassen. Die haben dann alle so ein Ausrufezeichen über dem... Sorry, ich rede Bullshit. Und es gibt Kämpfer. Der schlägt so nach vorne. Kann alles kaputt machen, wenn er nach vorne schlägt. Und dasht so ein bisschen nach vorne. Den hatten wir auch schon einmal vorhin gesehen. Ist gut, aus 7 von 16. Ah, das ist immer so ein einzelner Raum. Da will ich immer heute, so weit es geht, in diesen Räumen kommen. Wobei das natürlich ein bisschen auch von den anderen abhängt, wie schnell die auch ausschalten. Wir sehen, 8 von 16 sind es schon raus. Ich bin immun. Ja, sehr gut. Schild aktiviert. Da war das Schild nochmal ganz schön wichtig, ganz kurz. Ich spring wieder nach vorne. Also die erste Runde müssen wir safe haben. Ich weiß jetzt gar nicht, warum die anderen nicht ausschalten. Aber wir sehen zum ersten Mal die ganzen verschiedenen Räume jetzt hier. Schnell Schild aktiviert. Ich sag ehrlich, das Schild ist schon sehr, sehr broken. Also das hilft uns schon extrem weiter, dass wir hier... einfach dieses Schild haben. Gehen hier vorbei. Müssen es irgendwie an den Wächtern. Wir machen wieder Schild. Ja, das Schild ist schon sehr, sehr stark. 12 und 16. Was ist der nächste Raum? Das ist hier. So eine Planke, die wir einfach... Hä? Wenn ich losse, war das easy. Das war ein sehr einfacher Raum. Noch vier müssen raus. Ich gehe rüber. Normalerweise müssen wir eigentlich safe heute noch einen Bund schaffen. Das Schild war vielleicht ein bisschen früher aktiviert. Hat auch immer so einen gewissen Cooldown. Oh, jetzt ist halt eher gut gewesen. Jetzt haben wir das Schild wieder. Sehr gut. Wie? Ich kann die anderen nicht ausschalten. 13 von 16. Okay, das ist insane jetzt. Also die Runde geht richtig lang. Das... Nein, lass ich raus. Oh. Junge, wie lang? Da hinten kommt die... Oh mein Gott, ich habe ein bisschen zu lange getrödelt jetzt. Nein. Ich darf es nicht ausschalten. Ey, wenn ich die Runde ausschalte, ne? Ganz ehrlich, ich bin so weit gekommen. Kann nicht sein. Jetzt konzentrieren jetzt. Nein! Okay, ganz ruhig. Nee, da ist die Wand ist noch nicht da. Die Wand ist noch nicht da. Alles gut. Okay, das ist aber schon eine Anspannung hier, sage ich ehrlich. Ja, wir sind gut. Okay, so hoch. Wir müssen da rüber. Zack. Boah, okay, das ist aber schon echt eine Anspannung hier. Ich komm nicht vorbei. Bei ihm ging's irgendwie. Ja, ich hab's auch geschafft. Boah, okay, die Runde ist insane. Aber wie kann immer noch keiner ausgeschieden sein? Double Jump. Jawohl. Immer noch drei übrig. Wie lang ist die Runde? Machen die Stacheln. Die dodgen das so. Jawohl. Das war gut. Qualifiziert. Das war unfassbar. Das muss ins Video. Wie lang ging die Runde, hä? Wie lang ging die Runde einfach? Das ist unfassbar gewesen. Wir sind jetzt Top 16 und das bedeutet, wenn wir jetzt gewinnen, sind wir im Halbfinale. Das müssen wir jetzt schaffen. Okay, die Lavafelsen. Es geht schon los. Ich hab's leiser gemacht. Wenn ich es ausschalte, weil ich die Musik leiser machen musste. Ja, alles gut. Nicht dumm anstellen. Es ist immer nicht so geil, wenn halt ganz, ganz viele auf einem Fleck halt immer wieder sind, ne? Seht ihr auch so ein bisschen. 1 von 8, alles gut. Einer ist raus, wir sind dabei. 2 von 8 raus. Einfach ruhig bleiben. Junge, die Musik. Aber da erinnere ich mich echt wirklich an die früheren Videos auch. Ich bin so dankbar, dass ich hier dieses Video aufnehmen kann, dass ich einfach zu gefragt wurde. Es muss noch einer ausschalten. Das ist insane. Oh mein Gott. Was haben wir? Extrasprung. Wir sind Schurke, glaube ich. Auf geht's. So, ich hätte gerade noch einen Apfel im Mund. Wir sind im Finale. Wir sind wirklich im Finale. Das wird schön lange gehen auch. Das ist geil. Okay, auf geht's. Let's go. Wir sind schon gut dabei. Ich sehe jetzt hier nichts. Oh, wir haben fast stecken geblieben. Ist okay. Wir sind dabei. Hier hoch. Und Extrasprung. Okay. Ich sag ehrlich, dieser Extrasprung kann uns an vielen Stellen auch sehr gut helfen. Ganz ehrlich, wir sind gut dabei. Okay, hier drüber und hier hoch. Extrasprung, jawoll, sehr schön. Dieser Boost hilft uns extrem. Hier drüber. Okay, wir müssen hier lang. Nein, die Batterie melden. Jetzt geht's wieder. Sehr gut. Ich mach den Extra-Jump, jawoll. Ich glaube, der hilft uns teilweise echt gut. Immer so einmal kurz hoch und dann passt das. Ich weiß nicht, wie wir hier weiterkommen. Der einzige Weg ist, glaube ich, hier lang.
müssen so Feld für Feld für Feld springen. Okay, sehr gut. Einer ist schon raus. Einer ist schon raus. Sehr gut. Einer ist hier schon raus. Junge, was geht da? Das ist ja sauschnell. Nice! Ich bin dabei, ich bin dabei. Leute, wir sind leider ausgeschieden. 4 von 7. Schade, Mann. Trotzdem, wir kriegen eine ganze Menge Belohnung hier für die Runde. Es war nicht schlecht. Es war auf jeden Fall nicht schlecht. Und damit machen wir jetzt noch ein 1 gegen 1 Duell gegen Pookie hier. Auf geht's, ich würde sagen. Wir schauen einfach, wer in der Runde weiterkommt. 3, 2, 1, go. Go. Okay. Was ich denkst du? Wer hat die besseren Chancen? Also, hab gewonnen. Du hast gewonnen. Ja, bin schon durch. Hab mich durchgeglitscht. Nein, ganz ehrlich, ich gewinne das. Easy. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Game. Oh, das habe ich ewig nicht gespielt. Das habe ich kein einziges Mal bekommen. Oha, ja. Ich habe Teilfall bekommen. Nice. Welchen Skin spielst du? Magier einfach. Ich spiele Gelatinus Cube. Der ist krass, oh, ey. Oh, oh, jemand ist lost. Hast du denn auch schon den Cube? Der ist krass. Ja, ja, ja. Ah, der ist OP. Oh mein Gott, warte. Ey, komm. Nein. Das weiß ich nicht genau, was ich machen soll. Ich muss eigentlich jetzt immer so ein bisschen abwarten am besten. Das Problem ist, dass es halt ganz, ganz schnell gleich gehen wahrscheinlich. Ich muss echt aufpassen. Was spielst du denn für einen Modus? Oh, Tilefall. Dieses, wo die grün werden. Und dann, weißt du? Ja, ich liebe das. Das ist mein Lieblingsmodus. Ich wäre fast überrollt worden. Okay, ich bin im Halbfinale. Nein. Ich bin tatsächlich im Halbfinale. Oh mein Gott. So raus? Ich bin tatsächlich gerade runtergefallen. Ich bin down. Oh, so raus, oder? Nein. Okay, soll ich raus, bin Jonas? Weiter. Ah, ist auf 16 schon mal gut. Mal schauen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hm. Oh mein Gott, ist das knapp. Ich würfel den um. Nein, der Würfel hat nicht weit genug gewürfelt. Ja, Alter, wieso lädt das denn jetzt so lange? Was ist das denn? Okay, jetzt. Also, ich will ja nicht spoilern, aber ich bin qualifiziert. Also, ich bin auf jeden Fall schon mal weiter. Oh, ich habe was sehr Cooles. Oh, das ist sehr cool. Okay. Abduction Krass. Avenue. Das habe ich noch nie gespielt. Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, wie es gehen wird. Ja, die ist krass. Da musst du aufpassen vor den UFOs. Die ziehen nicht so hoch. Könnte aber auch geil sein. Also je nachdem. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ich bin mir jetzt gerade unsicher, ob ich es gut oder eher schlecht finde mit den UFOs. Okay, okay, auf der Map, da kann mich niemand aufhalten. Das ist absolut easy. Absolut schnell, easy. Ja, da werde ich safe nicht schnell genug sein. Oh, nur die Top 8 qualifizieren sich halt nur, ist halt das Problem. Kommt jetzt hier hoch. Digga, ist das dumm, ey. Oh, ja, ich habe einen umgeworfen immerhin. Ich brauche hier jetzt diesen Ah ja, genau, sehr gut. Oh mein Gott. Hey, diese Infos sind ja übertrieben geil. Oh, war okay. Sieht drüber. Ja, nochmal drüber. Alter. Ja, da bin ich safe nicht genug schnell genug drauf schaffen. Jetzt muss ich halt warten, obwohl ich so schnell war. Nein, bitte! Yay! Jetzt. Mann, Jonas, ey. Boah, das ist hart, Mann, sag ich ehrlich. Gewonnen. GG, ich bin raus. Ich hab's, glaube ich. Ich bin qualified. Okay, kannst gerne noch eine Runde starten. So lang. Okay. 8, komm. Also ich bin im Finale. Oh, wenn ich das jetzt gewinnen würde, wäre sehr krass. Das wäre krass. Finale. Auf jeden Fall einen guten. Ey, wenn ich jetzt gewinne, wäre crazy, sag ich ehrlich, ne? Geil, auch eine sehr starke Map. Lost Temple, sehr, sehr nice. Oh, da muss ich drüber gerade sagen. Oh, der hat den Ball genommen und jumpt da jetzt drüber. Das ist ja unfair, Mann. Oh, da hattest du einen richtigen Vorsprung, deswegen. Ey, das ist dumm. Das ist echt dumm, dass ich den Special überhaupt nicht hab. Digga! Ja, ich hab die Aufnahme gestartet. Ich hab irgendwie. Oh nein, ich hab irgendwie ein dummes Menü gestartet, aus Versehen. Nein! Nein! Jonas, ich bin so schlecht. Ich bin wirklich so bodenlos. Nein! Ja, ich bin schlau. Egal, ist noch okay. Ich lass mich hier nicht verarschen. Zweimal. Jump. Dreimal. Zack. Jump. Viermal. Richtig. Ich bin Zweiter geworden. Das ist insane. Ich bin einfach Zweiter geworden. Okay, das ist krass. Das ist wirklich krass. Ich hab den weggewürfelt. Nein! Der Würfel ist stehen geblieben. Oh mein Gott. Lass es bitte. Okay, wir gehen hier lang. Okay, ich würde sagen, zweite Runde geht noch. Machen wir so ein 5-Minuten-Battle draus. Nein. Ja, ich bin drin. Ich bin auf jeden Fall. Oh Gott. Ich lass mich total überrollen gerade. Ja, komm. GG. Oh, doch. Okay, also eine Runde können wir noch starten. Ich würde einfach sagen, wer in 5 Minuten weiterkommt. Also eigentlich musst du jetzt praktisch gewinnen, ne? Ja, ich bin gut dabei. Ich habe mich auf jeden Fall schon qualifiziert, aber in meiner Lobby sind auf jeden Fall gute Spieler. Richtige Tryhards, muss ich gestehen, tatsächlich. Ich habe dieses Alien-Spiel wieder bekommen. Abduction Ever. Oh. Die Map ist echt cool eigentlich. Okay, ich probier's. Ja? Okay. Ich gehe über die Mitte. Aber nach oben. Ich glaube, am Anfang nach oben zu gehen ist nicht so das Wahre, habe ich irgendwie das Gefühl. Sondern auf jeden Fall eher. Oh, nein. Ist doch nicht so das Wahre, über die Seite zu gehen. Das war's gar nicht. Das war's wirklich überhaupt nicht. Oh mein Gott. Space Race. Ich hab ganz, ganz doll verschissen, hab ich. Oh je.
Oh, war ja, okay. Space Race bin ich wirklich nicht gut, Leute. Echt, oh Gott. Ist echt eine schwere Map, muss man sagen. Nein, ich habe jetzt schon so verkackt, ey. Ich muss hoch. Oh je, ich muss hoch. Muss ich hier warten am besten, denke ich. Ja, das war gut. Rüber. Richtig. Mit dem Stein, das war auch gut. Okay, das ging hin. Zack. Die bewegen sich, die Laser. Achso, das wusste ich nicht. Gehen wir hier hin. Ja, das ist natürlich jetzt echt los, dass sie sich bewegen. Oh, ich bin gerade dreimal am selben Laser verbrannt. Okay. Okay. Es geht. Es ist machbar, es ist noch machbar. Ich muss nur. Ich zeig in der ersten Runde rausfliegen, es war richtig bad. Das Ziel. Oh mein Gott. Okay, welche Röhre nehmen wir? Ey! Nicht gesehen, welche die. Ja, ich bin raus. Einfach mal durch die Mitte. Ich bin raus, Mann. Okay, schade, GG's. Ich vertraue der Mitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jonas, ich glaube, wie viel da bist du geworden? Bist du raus jetzt, oder? Nein, ich bin qualifiziert, ich bin im Finale. Dann zeig mal, ich bin raus. Ah. Kannst du die? Honey Drop! Oh okay, ich kann dir sagen, ich bin Zweiter geworden. No joke. Also wenn du Erster bist, hast du es. Ja, ich schaff das. Okay, okay. Das wird jetzt auf jeden Fall ein Getryharder. Ach Digga, die sind ja hier oben schon so ein Tryharden, ne? Ja. Du kannst dich auch so ganz nach unten droppen lassen, alles aufmachen, ne? Mal gesehen als Taktik. Theoretisch. Ich weiß nicht, ob das das Schlauste ist. Oh. Geh mal hier hin. Oh, ging noch, ja. Du hast voll die gute Grafik hier auch. Ah, du spielst am PC, ne? Ja. Ah, das ist crazy. Oh, mit 7 am Leben? Ne, noch 8 am Leben, logischerweise. 7 müssen da rausfliegen. Ja. Boah, du tryst hier aber schon hart, wirklich ehrlich. Nicht schlecht. Normal. Wo Loot hier neben dir? Oh. Boah, der Slower nochmal eklig. Oh. Boah, du musst das eigentlich nach unten, ich wollte es gerade sagen. Das bringt nichts. Ja. Eieiei. Oh, jetzt wird's intens. Oh, du hast viele Dinger hier noch. Ja. Hier ist keiner mehr. Oh mein Gott, du hast es echt geholt, eventuell. Ich glaube, das wird eng. Sehr knapp. Das wird sehr knapp, ja. Nein! Oh! Das war so knapp, Jonas! Ey, das war unterhaltsam. Ey, das war wirklich unterhaltsam. Oh. Geil. GG. Knappes Ding, ey. Nochmal die Erinnerung, wenn dir das Spiel bisher gefallen hat, dann kannst du es gerne über den Link in der Beschreibung oder über den QR-Code direkt runterladen und mich unterstützen. Vielen Dank. Dazu haben wir auch eine ganze Reihe an neuen Skins. Ihr seht, ich habe hier schon einige gehabt, unter anderem hier auch einen Special Skin. Das sind so die seltensten Skins, die man bekommen kann. Und neu sind jetzt hier, ich sage euch mal ein paar coole, zum Beispiel hier der Magier oder dieser, jo, der sieht auch sehr krass aus. Ich will mir aber einen besonders coolen aus. Ich würde sagen, jo, was ist das denn? Hey, das ist geil. Es gibt schon echt krank. Das ist ein Special Skin. Der ist so ein Gelee, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde den witziger. Wir wenden den mal. Let's go. Auf geht's, wir sind mittendrin im Säurepool. Neue Map habe ich noch nie gespielt. Wenn wir in die Säure fallen, sind wir raus. Hat man sich eigentlich auch schon denken können. Top 16 müssen wir jetzt erstmal kommen. Das ist das Entscheidende. Top 16, okay. Ich hoffe, die werden es hier nicht irgendwie nicht versuchen rauszustoßen. In der Mitte kommt so ein Wasserstrahl. Das hat man schon in der Vorschau gesehen. Das heißt, oh, hier muss ich aufpassen. Ich wollte gerade sagen, genau, wenn der mich trifft, sind wir natürlich dementsprechend auch raus. Aber es sieht gar nicht mal so schlecht aus. 14 von 16 und die erste Runde geht eigentlich schnell. Wir sind qualifiziert, wir sind in der zweiten Runde und ich will auf jeden Fall heute meinen ersten Sieg in Stumblegeist bekommen. Also den ersten Sieg jetzt nach Jahren natürlich. Und wir sehen, wir sind qualifiziert, sind Top 16. Immer drei Runden übrigens. Erste immer mit 32, dann 16, dann sind 8 im Finale. Und wer dann im Finale mit den 8 Leuten gewinnt, der hat alles gewonnen. Also jetzt müssen wir erstmal ins Finale kommen. Und haben welches Game? Laserstrahlen. Laser Tracer, das Game war damals auch schon drin. Was heißt damals, also vor 2 Jahren. Als ich das Ganze gezockt habe. Und damit geht's rein. Irgendwie ist schon einer raus. Ich glaube, der ist nicht rausgeflogen. Der muss eigentlich, rein logisch gesehen, der muss eigentlich irgendwie direkt sich entschieden haben, rauszugehen. Oder, keine Ahnung, vielleicht, ich weiß es nicht. Direkt 2 Laserstrahlen. Ich glaube, wenn wir drüber springen, passt es genau, sehr gut. Die haben hier teilweise auch ein bisschen Probleme. Am besten immer so einen Double Jump machen dann. Versucht mal so alle Laserstrahlen hier. Oh Gott. Muss ich echt aufpassen. Besonders krass an Stumblegeist sind übrigens die zahlreichen Kooperationen. So gab es zum Beispiel ein Pac-Man-Update, was wir hier einfach sehen können. Eine Hot Wheels-Kooperation. Ihr könnt mit Rennautos über die Map fahren. Und besonders geil mit Mr. Beast. Der hat auch dieses Schokoladenfabrik-Video gemacht. Das haben die einfach nachgestellt scheinbar, ne? Und auch diesen Mr. Beast-Skin reingebracht.
Das ist crazy. Also wie gesagt, Link ist ganz oben in der Beschreibung zum Spiel. Es lohnt sich wirklich. Okay, wir nehmen als Skin jetzt hier nochmal... Boah, es sind halt viele geile. Ich will diesen Gelee-Cube mal verwenden. Der sieht geil aus. Auf geht's. Wir haben jetzt, ich glaube, wieder ein neues Event, was ich noch nie gespielt habe. Nee, das ist einfach die Wasserrutsche. Auf geht's. Wir sind hier in der nächsten Runde. Junge, dieser Cube. Okay, das sieht echt wild aus. Ich glaube, so kommt man da drüber. Genau, sehr knapp. Wenn wir hier so ein bisschen abkürzen. Die Map kenne ich halt schon ein bisschen, aber... Ja, trotzdem wird es halt nicht unbedingt leicht werden für mich, weil ich immer noch ein Anfänger bin. Die vorne sind halt schon ein bisschen weiter. Man kann da theoretisch Abkürzungen nehmen, aber ich bin da auf jeden Fall zu schlecht für. Wir versuchen jetzt über außen zu gehen. Jumpen hier einmal drüber und das sieht schon mal ganz gut aus. Wir sind gut dabei. Wir sind gut dabei. Jetzt hier den Wasserwirbeln so ein bisschen kommen. Ist schön, schön. Normalerweise schaffen wir jetzt Safe Top 16. Noch kein einziger ist im Ziel. Wir müssen einfach nur souverän hier ins Ziel kommen. 16 qualifizieren sich am Ende. Jetzt habe ich es leider ein bisschen sehr... Oh, da bin ich hängen geblieben. Drüber, drüber, drüber. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt über außen. Ich hab's genau falsch getimed. Es müsste normalerweise trotzdem reichen. Wenn wir jetzt hier nicht dagegen knallen, machen wir nicht. Perfekt. Und damit sind wir sogar als 4. Das ist solide. Wir sind in den ersten 16. Und damit hier schon mal wahrscheinlich, also sozusagen im Halbfinale, kann man sagen. Genau. Die Map kenne ich nicht. Die Map kenne ich absolut gar nicht. Okay, es war knapp. Es war sehr knapp. Das ist... Okay, wir haben es geschafft. Wir haben es gut geschafft. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie es hier lang geht. Ach, lol. Pirate Beach. Ich habe noch nie gesehen. Zum ersten Mal hier eine völlig neue Map für mich. Das ist krass. Das ist wirklich sehr, sehr krass. Es ist okay. Okay, es ist okay. Ist okay, ist okay. Da waren noch so Piraten-Kanonenkugeln. Ist gut. Der ist hängen geblieben. Den konnten wir jetzt auch überholen. Ich weiß nicht, ob es für die Top 8 schon reicht. Ich glaube, es ist nicht schlecht. Wenn wir einfach nicht hängen bleiben, ist gut. Wir müssen nicht der... Oh nein, oh nein, oh nein. Genau das darf nicht passieren. Ist okay. Wir sind noch drin. Ich glaube, wir wurden noch nicht weit zurückgesetzt. Das ist, glaube ich, echt gut. Es ist, glaube ich, wirklich okay. Wir sind hier nicht ganz... Doch, wir haben es reingesneakt. Oh mein Gott. Hey, geile Map wieder. Ich fühle irgendwie es extremst. Also wirklich, ich sag's ohne Witz. Ich muss eigentlich nicht lügen. Ich hab's ja früher auch schon auf YouTube gebracht. Einer meiner Lieblings-Handy-Games aller Zeiten, auf jeden Fall. Also auch was sie hier an Updates rausgehauen haben. Es ist wirklich krass, oder? Also geile verschiedene Maps, viele coole Skins. Oh mein Gott, was ist das hier drüber? Komm, Top 8 qualifizieren sich. Sehr, sehr geil. Junge, wie geil ist die Map bitte, hä? Wie lang geht die auch? Okay, die Speedboss muss man mitnehmen. Schön ein bisschen... Über den Speedbus drüber. Junge, die Map ist insane. Ich hoffe, wir sind Top 8. Der erste ist schon qualifiziert. Das ist ja ultra lang. Hey, wie geil ist die Map? Die kenne ich überhaupt nicht. Jetzt müssen wir aufpassen. Das sind Kanonenkugeln. An denen wir hier vorbei müssen. Haben wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Oh, das war knapp. Oh je. Das haben wir sind eliminiert. Wie viele sind da vorne im Ziel? Egal, keine Ahnung, wie schnell die alle waren. Aber ich sag ehrlich, es hat ultra Spaß gemacht. Und wir sind auf jeden Fall trotzdem gut dabei. Oh, wir sind im Stumble Pass aufgestiegen. Das ist geil. Damit können wir uns auf dem Stumble Pass hier die ersten Belohnungen holen. Zwar einmal den... Achso, den hatten wir schon, den Magier. Stimmt. Dann konvertieren wir den hier zu Marken. Ah, 50 haben wir jetzt. Damit kann ich mir jetzt 30 Juwelen schon mal aussuchen. Das war natürlich dumm. Ich hätte vielleicht warten sollen, weil dann hätten wir uns... Ah, dann gibt's da ganz viele verschiedene Seiten. Ah, okay. Oh, wir haben auch Dice Roll. Wir haben so spezielle Fußspuren. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Die können wir auch auswählen. Ach, krass, wie viele Emotes es auch gibt. Was ist das denn? WTF! Und davon gibt es unendlich viele. Boah. Ja, das ist... LOL! Hä, wie geil. Wie viele sind ja auch rausge... Boah, das ist crazy. Echt ehrlich. Tägliche Missionen! Ah! Okay, die haben wir die ganze Zeit geschafft. Ich wollte schon sagen... Okay, das ist... Das haben wir geschafft. Das ist krass. Oh, okay, das ist wirklich krass. Da haben wir so viel eingesammelt. Ich weiß nicht, was wir alles bekommen. Ich glaube, 500 Sterne kriegen wir hier nochmal. Boah, das hat sich richtig gelohnt. Am Ende kriegen wir hier so einen Pinocchio-Skin, sehe ich. Aber vor allem... Ah, spezielle Missionen. Okay, wir skippen einmal vor, bis ich alles hier eingesammelt habe. Das ist krass. Damit sind wir jetzt bei über 10.000 Sternen. Und ich glaube, die können wir direkt einsetzen. Oder müssen auch direkt hier Sachen im Puzzles bekommen, ne? Okay, krass, dann haben wir 450. Das ist heftig. Und jetzt kriegen wir hier zum Beispiel diesen Emote. Sad Kick. Den haben wir jetzt hier einmal ausgerüstet. Oder zum Beispiel auch hier diesen Skin. Ah, nee, das ist auch ein Emote. Okay, wir rüsten hier einmal aus und schauen uns jetzt hier mal an, was wir hier bekommen haben. Ah, der tritt gegen so einen Ball. Und das ist so eine Gitarre. Okay. Wir wollen uns vor allem natürlich den Special Emote reinnehmen. Auf geht's. Ich will den jetzt endlich ausprobieren. Und lass mal einen anderen Skin aber nehmen. Lass mal diese Schatztruhe holen. Okay, welches Game werden wir jetzt bekommen? Es ist ein klassisches Game. Spin Go Round. Auf geht's, es geht schon los. Wo ist mein Special Emote? Zack. Habe ich den jetzt schon ausgelöst? Was hat er gemacht? Hab ich nicht ganz verstanden. Nee. Dice Roll. Da ist ja ein Würfel. Schaut mal, da ist ein Würfel gekommen. Ich glaube, der macht schon irgendwas. Sekunde, ich mach nochmal.
Ich kann einen Würfel los. Ah, okay, okay. Ich denke mal, ich kann die dann so umwürfeln mäßig. Das ist geil. Pass auf. Wir gehen hier einmal drüber. Ich habe jetzt halt hier niemanden, den ich umwürfeln könnte. Das ist halt das Problem. Ich gehe hier einmal drüber. Ich bin ausgeschieden. Okay, Icy Heights. Ich würde jetzt direkt am Anfang diesen Würfel ausprobieren. Ich werde es direkt testen. Zack. Ich kann noch nicht auswählen. Jetzt geht's. Zack, würfeln. Ich kann die umwürfeln. Okay, das ist crazy, Mann. Das ist crazy. Zack. Okay, wir sollten es hoffentlich irgendwie hier schaffen. Ich versuche mal, den Würfel öfters zu nutzen. Ist teilweise, ich glaube, ist eher gut, vielleicht bei so Maps, gerade wo wir die rauskicken können. Könnte es ganz schlau sein, könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Das war jetzt gar nicht gut. Das ist jetzt schwierig mit den Top 16. Wir müssen jetzt wirklich ins Ziel langsam. Ansonsten sind wir jetzt hier raus. Top 10, Top 11. Ist okay, wir sind schon mal dabei. Und ich bin mal gespannt. Also zum Beispiel bei diesen Lava-Felsen könnten wir das, glaube ich, gut nutzen, um die anderen Leute rauszunocken. Mal schauen. Neue Map. Wir haben eine neue Map. Abduction, glaube ich, ausgesprochen. Abduction Avenue. Ich hoffe, sie ist auch richtig so ausgesprochen. Auf geht's. Okay, das ist crazy, Mann. Was ist das denn? Wir haben einfach so nach oben teleportiert. Geil. Nein. Okay, schwierig. Schnell, wenn wir... Ah, nee, wir sind nicht schnell genug. Jetzt. Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, wir dürfen bestimmt nicht an die Laser rankommen. Da war es dann schon zu spät, als ich rangekommen bin. Okay. Deswegen wir... Sehr gut. Wir sind drüber. Wir müssen hier drauf. Okay, wir warten. Am Ende qualifizieren sich 8 Leute. Oh, ich wäre fast ausgeschieden hier. Wir sind dabei. Ist aber schwierig. Also wir... Wir müssen diese Laserstrahlen mitnehmen. Schnell. Was? Nee, wie geht das? Müssen wir über diese Hindernisse wahrscheinlich drüber. Sind wir drüber. Hab ein bisschen sehr lang gebraucht, wenn ich ehrlich bin. Nice, war gut. Mit einem großen Sprung können wir es schaffen. Sehr gut. Jetzt hier rüber. Jetzt sind wir oben. Wir sind, glaube ich, dabei. Okay, es sind schon einige Qualifier, sehe ich gerade. Das ist Ziel. Das gibt's nicht. 7 von 8. Wir hätten es so knapp fast geschafft, Mann. Das war wirklich knapp, Mann. Ey, das war ein Scam. Das war so knapp. Nicht, ja, egal. Passiert. Wir sind ins Halbfinale gekommen. Okay, auf geht's. Ich brauche immer noch meinen Sieg. Es ist wieder eine Map, die ich noch nie gespielt habe. Stumble Cove, denke ich, ausgesprochen. Also keine Ahnung, was es jetzt hier erwartet, aber die Map sieht schon mal hier eigentlich ganz cool aus. Okay, was war das? Irgendwie was speziell hier aufgebaut. Ah, bisschen dummes Timing. Oh, das war gutes Timing. Sehr gut. Wir sind sehr gut dabei. Also qualified müssen wir safe eigentlich sein damit. Jetzt hier. Ja, das ist wieder sehr, sehr, sehr unlucky Timing gewesen. Aber ist okay. Ich weiß nicht, ob es unbedingt schlau war, dass wir jetzt über unten gehen. Aber ich denke mal, es ist ganz okay. Dann hier drüber. Ah, das wollte ich nicht. Das wollte ich wirklich nicht. Ich muss jetzt einmal drüber. Aufs Jumper drauf? Nee. Komm ich jetzt hier hoch. Hä? Das verstehe ich nicht, Mann. Hä? Ich muss eigentlich gar nichts... Egal, okay. Alles gut. Ich hab's nicht ganz gecheckt, wieso... Egal. Nein. Es sind schon 5 Qualified. Wir dürfen es hier nicht so dumm ausscheiden. Zack. Nein, es ist ein Platz, oder wie jetzt? Das kann nicht wahr sein, Mann. So sauer. Okay, auf geht's. Icy Heights. Wir müssen es jetzt gewinnen. Ich habe immer noch keinen Win. Wir brauchen auf jeden Fall den Win heute. Ich muss da noch ein bisschen besser werden. Das ist natürlich auch schwierig, wahrscheinlich jetzt. Ich weiß nicht, wie erfahren die Gegner sind. Aber wahrscheinlich alle etwas erfahrener. Digga, ich hätte einfach außen rumlaufen sollen. Egal, ich bin drüber gekommen, als bin ich weit, weit hinten. Jetzt müsste ich irgendwie darauf hoffen, dass die alle mit der Schneekugel überrollt werden. Ah, ein paar wurden getroffen. Hauptsache, ich werde halt nicht getroffen. Okay, es ging. Wir können es noch schaffen. Jetzt darf ich aber auf gar keinen Fall. Okay, ist okay. Glück gehabt. Nach vorne jetzt. Jetzt den Boost ausnutzen. Und ich glaube, wenn wir so ins Ziel kommen, ist alles gut. Ja! Jawohl! Top 11. Ist noch okay. Ich hätte es besser hinkriegen können, aber erste Runde sind wir qualified. Mal schauen, kommen die hier auch noch ins Ziel? 14, 15, 16 von 16, okay. Das Problem ist, weiß nicht, man darf halt vor allem keine Fehler machen, ne? Man darf sich auch echt nicht dumm anstellen. Ja, das ist halt das Ding. Damit sind wir jetzt schon mal Top 16. Ich kenne hier einige Games nicht. Bin mal gespannt. Die kenne ich wieder. Super Slide. Die Maps, die ich eigentlich, oder die Games, die ich kenne, sind ja eigentlich noch am besten, muss man wirklich sagen. Ich muss halt unbedingt mal wenigstens einen Win rausholen. So, ich konnte unten durch, war gut. Aber sie müssen nur Top 8 kommen. Wir müssen hier nur Top 8 kommen. Das müssen wir eigentlich safe schaffen. Boah, ich wäre fast hier runtergeflogen, weil die ein bisschen geschubst haben. Top 8 ist safe drin. Schaut euch das mal an. Wenn ich hier nicht Top 8 komme, weiß ich auch nicht.
Nee, das wird safe Top 8. Das sieht gut aus. Wir sind jetzt schon irgendwie Top 4 oder so. Ein Win wäre schwierig jetzt hier, aber Top 8 schaffen wir. Oh, ist ja knapp. Sehr gut. Jetzt den Boost am besten ausnutzen. Hier vorbei. Sieht gut aus. Jetzt hier vor allem nicht schlecht sein. Jetzt hier unten durch, genau. Jetzt hier immer mittig. Ich wollte gerade sagen, willst du mich ich hätte jetzt hier ernsthaft gewonnen? Okay, nee, ich hätte nicht gewonnen. Oh! Nein. Ich wollte gerade sagen, ich wusste gar nicht, dass ich durch diesen Ring muss. Wir sind gerade noch Platz 7 geworden. Ich wäre fast noch ausgeschieden, aber alles gut. Wir sind nicht ausgeschieden. Wir sind ins Top 8. Wir sind im Finale. Das ist die große Frage. Ich kenne halt nicht jedem. Ich kenne viele Maps halt nicht von denen. Das ist die Frage, was wir bekommen. Das kenne ich nicht. Space Drop, das kenne ich nicht, Mann. Im Finale. Oh, das ist mies, Mann. Das ist echt mies. Okay, 7. Ich muss halt wahrscheinlich irgendwie, ja, diese Felder behalten. Ach krass, ich kann immer so nach oben jumpen. Okay. Das ist ganz gut eigentlich. Na, ganz ehrlich, ist nicht eigentlich easy, wenn ich einfach die ganze Zeit so... Ist das ein Jump-Pad? Was ist das? Ja, ist ein Jump-Pad. Oh, krass! Okay. Das sind schon 3 von 7 raus. Das kann der Sieg theoretisch werden. Hier sind auch irgendwie ziemlich bad, die Gegner, oder? Ich meine, eigentlich kann man auch sehr entspannt die ganze Zeit hier so warten und dann aufs nächste Feld. 4 von 7 schon raus. Normalerweise müsste die Runde ja ewig gehen, aber irgendwie sind die Gegner, glaube ich, nicht so gut. 5 von 7 raus. Ich bin noch ganz oben unterwegs. Das muss es sein. Ich meine, schaut euch an, wie souverän wir auch hier durchgehen die ganze Zeit. Das war zu schlecht. Willst du mich verarschen, Mann? Wie war das? War doch einer. Was kann nicht sein, Mann? Ich war so gut in der Runde. Das gibt's doch gar nicht. Und er fliegt jetzt auch raus, oder? Das kann ich mir nicht ansehen. Ich war so gut, ich war so gut. Okay, komm, wir wählen nochmal einen anderen Skin aus. Den Typen hier. Den hatten wir noch gar nicht. Und noch ein weiteres Mal die Erinnerung. Wenn dir das Spiel gefällt und du es ausspielen willst, Link in der Beschreibung oder bei dem QR-Code runterladen. Jeder Support gilt auf jeden Fall für meinen Kanal. Danke. Cannonball Chaos. Die Map habe ich früher in der Art schon so gespielt, aber ich muss ehrlich sagen, die haben sie leicht angepasst, glaube ich. Ich glaube, die haben sie wirklich leicht angepasst. Die ist, glaube ich, nochmal ein bisschen extremer hier. Oh je, man merkt es schon. Ja, das ist definitiv extremer. Das sind so Kanonenkugeln überall. Also die hatte ich, glaube ich... Oh je, oh je, oh je. Die hatte ich, glaube ich, damals nicht. Also das ist ja echt... Ich versuche mich hier möglichst einfach rauszuhalten. Ich versuche jetzt hier mal nicht zu jumpen. Ich versuche jetzt hier einfach so gut es geht vorbeizukommen. Also ich kann... Ich bin echt... Oh mein Gott, ich bin ausgeliefert, Mann. Ich mach nichts. Ich mach gar nichts. Ich mach nichts. Ich drück nichts. Das kann nicht sein. Also das ist jetzt wohl echt ein Joke, ne? Also teilweise... Es macht irgendwie das Game natürlich aus, aber Junge... Das ist insane gewesen. Ich habe nichts gedrückt. Ich habe nichts gedrückt, Mann. Ich bin raus. Wow. Das ist insane, Mann. Das ist wirklich insane. Wir müssen jetzt gewinnen. Humble Stumble. Auf geht's. Erste Runde wieder. Erstmal Top 16 kommen. Wir müssen vor allem... Oh, Junge, das ist einfach ein Taco oder sowas. Ist ein Taco oder ein Rap? Ich weiß es nicht. Geil. Die Map kenne ich auch noch. Ich wurde geschubst. Ich bin letzter oder so. Geil. Aber es ist okay. Es sind einige hinter mir. Also eigentlich ist es nicht okay, aber... Digga, jetzt ist gar nichts mehr okay. Ich habe total verkackt. Ich bin letzter, Mann. Ich bin sowas von raus normalerweise. Also wenn ich hier noch weiterkomme. Aber ich sage euch, wenn wir jetzt einen perfekten Run machen, dann kann das auch noch trotzdem werden. Ich muss mich jetzt hier... Ach, Digga, es wird immer schlimmer, was ich mache. Ich bin letzter. Die Runde muss trotzdem reingeschnitten werden. Also das war grauenvoll. Junge, das war so schlecht. Ich bin noch in der Mitte von der Map einfach. Okay, Sekunde mal. Ich habe einen Special Emote. Das heißt... Oh, krank. Okay, das wusste ich gar nicht. Special. Was kann der denn? Wir müssen austauschen. Das ist so eine Spezialfähigkeit praktisch, ne? Ich habe keine Ahnung, was der kann. Wir wählen mal wieder einen coolen Skin aus. Ich nehme mal... Die sind alle geil. Ich glaube, wir nehmen mal den hier. Den. Ja, der andere leuchtet zu cool, meine Lieben. Es gibt hier auch alles Mögliche. Es gibt Turniere. Da können wir auch wirklich... Ah, da können wir auch mit Preise wirklich spielen. Dann klassisch. Ach krass, das sind auch so Turniere und Events. Neues auf Stumble Workshop. Nein, da kann man eigene... Da kann man eigene Maps erstellen. Jetzt einmal testen, was das jetzt ist. Okay, das ist crazy. Wie geil. Also wir können hier wirklich... Ich habe jetzt keine Ahnung, wie das funktioniert, aber wir können wirklich unsere eigenen Maps hier bauen und erstellen. Ich kenne mich damit jetzt absolut nicht aus, aber ich wollte es einmal gezeigt haben, dass es sowas gibt, finde ich auch wieder sehr, sehr, sehr krass. Guck mal, mit allen möglichen Sachen. Bälle, Kanonen, Plattformen, Laser. Boah. Crazy. Wirklich gut. Okay, was es jetzt hier gibt, ist komplett, komplett verrückt. Spinosaurio. Wie geil, hä? Das hat einfach mit erstellt. Und jetzt kann ich die Map hier spielen. Okay, fairerweise, ich bin jetzt hier alleine. Ich habe jetzt hier leider keine Leute, die dabei sind, aber... Bin ich jetzt raus?
Ey, ey, das ist ja wirklich... Und davon gibt's Tausende. Davon gibt's Tausende von Tausenden an Maps. Okay, was ist das jetzt? WTF? Was ist das? Oh. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Was? Okay, das ist crazy, Mann. Ey, also wirklich, ich weiß jetzt nicht, wie ich da hochkomme, aber interessant, was es auf jeden Fall alles gibt. Dusk's Light Castle. Das ist ja krass, was es alles gibt. Ihr müsst überlegen, die Maps könnt ihr dann einfach zusammen mit euren Freunden auch spielen. Die könnt ihr einfach direkt einladen und... Geht das jetzt hier? Und davon gibt's Hunderte und Tausende. Das ist crazy, hä? Wie geil ist Dumbleguys eigentlich? Oh, okay, das ist krass, das ist krass. Ah, okay, da muss ich irgendwie so aufs Dach oder wie? Yeti Hals. Mit so einem Zeppelin einfach. Ja, Feastables hier auch von Mr. Beast, die Marke dabei. Ich glaube, die kann ich sogar schaffen. Pass auf, die kann ich wirklich sogar schaffen. Okay, ich muss über diese Stacheln drüber. Ach, das... Was haben die alles... WTF. Einfach so ein Luftschiff mit Auftrieb. Wie geil. Dann hier drauf. Dann hier hoch. Hey, die Map kriege ich sogar mal hin, pass auf. Dann hier runter. Zack. Und dann wird es ja auch nie langweilig eigentlich, weil ihr habt ja immer neu... Pass auf, ich kann auch einen Trick machen. Zack. Oha, das habe ich noch gelernt so ein bisschen. Es gab auf einer anderen Map auch den Trick. Dieser Laser ist ein bisschen sneaky da außen, das passt. Können wir jetzt hier einfach vorbeilaufen. Das ist krass. Und überlegt mal, das könnt ihr alles mit Freunden spielen und habt eigentlich unendlich Maps, die ihr dann spielen könnt. WTF, das ist unfassbar gut. Nein, nein. Muss ehrlich sagen, also der Part ist ein bisschen sehr schwer für mich. Vor allem. Oh. Ja! Nein, nein! Bitte werde ich jetzt nach vorne zurückgesetzt, nein. Ich hab's geschafft. Ich hab's wirklich geschafft. Ich war kurz ganz konzentriert. Und das ist dann das Ziel, oder wie? Da außen ist irgendwie noch so Schleim, auf den man nicht draufkommen darf. Da kann ich dann drüber gehen. Und das ist das Ziel. Okay, also auch mal eine Custom-Map hier. WTF, willst du mich verarschen? Soll das so? Also Leute, jetzt habe ich wirklich keine Ahnung mehr, was jetzt hier wirklich abgeht. Ich bin komplett verwirrt. Was ist das denn jetzt? Hä? Ich glaube, das ist, denke ich sogar, ist das Absicht? Dass man da so weggeportet wird plötzlich? WTF, was mache ich denn jetzt? Hä? Das ist ja ultra krank. Was geht hier auf dieser Map ab? Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Ich muss jetzt hier bleiben. Dann werde ich auf dieses Feld abgesetzt. Das ist halt insane schwierig. Ich weiß nicht genau, ob es noch zum... Also ich habe wahrscheinlich... Oh je. Muss hier diesen Kanonenkugeln ausweichen, ne? Das ist insane. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh mein Gott, war das schwer. Okay, das ist krass. Und davon gibt es tausende, hunderte Level. Da wird es ja wirklich nie langweilig. Das könnt ihr zu zweit auch einfach mit Freunden zocken. Und das finde ich sogar, um ehrlich zu sein, den besten Part am Game. Also was heißt den besten? Aber wirklich mal einer der größten Stärken, wirklich. Das ist krank gut. Ich habe jetzt übrigens einmal die Musik noch angemacht. Die hatte ich bisher überhaupt nicht an. Ich hoffe, man hört sie ganz gut. Und ich wähle mal einen neuen Skin aus. Wir wählen die hier. Den hier, den Wizard. Und wir bekommen tatsächlich bei dem Events mit diesen Medaillen, kriegen wir tatsächlich direkt Geschenke. Abholen. Und... Ah, damit können wir direkt Sterne sammeln. Und was können wir mit den Sternen machen? Ah, die Sterne brauchen wir, um im Pass aufzusteigen. Und mit den Sternen können wir dann, also mit der Währung, die wir dann bekommen, wenn wir aufsteigen, können wir dann im Pass die Belohnung kaufen. Geil. Also auch da lohnt sich nochmal das Event doppelt. Okay, wir brauchen jetzt den Win. Wir brauchen jetzt den Win, Leute. Die Map kenne ich auch noch von früher. Ich bin trotzdem schlecht. Ich bin trotzdem direkt... Ah, nee, ich habe Glück gehabt. Sehr gut. Ich gehe so ein bisschen über außen. Nein, nein! Also, ich bin so verzweifelt bei dem Game teilweise. Es ist unfassbar. Okay, wir gehen hier drüber. Wir gehen hier nochmal drüber. Wir gehen mit. Sehr gut. Ja, es ist auf jeden Fall noch machbar. Wenn ich jetzt hier nicht so schlecht bin. Ja, es war okay. Ich glaube, wir sind qualified damit. Ganz ehrlich, es geht besser, es geht aber auf jeden Fall auch schlechter. Zack, zack. Ja, souverän war es jetzt nicht gerade, aber wir sind Top 12. Ist okay. Rush Hour. Auf geht's. Wir sind mittendrin. Auf der Map, der erste ist raus scheinbar. Ich weiß nicht, was der genau gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es schlauer ist, sich alleine hinzustellen. Oder ich weiß auch nicht, ob es schlauer ist, sich mittig hinzustellen. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Dafür bin ich einfach nicht pro genug, aber... Sieht doch eigentlich solid aus. Also hier scheint auch nichts Besonderes jetzt zu kommen erstmal. Wir schauen einfach immer, dass wir hier allein auf unserem Auto stehen. Uns nicht irgendwie dumm anstellen. 6 von 18 hier schon eliminiert, okay. Boah, da will ich jetzt eigentlich nicht unbedingt... Oh, okay, ich wollte gerade sagen, wegen dieser Schranke. Da wollte ich auf gar keinen Fall drauf. Wir sind im Finale, wir sind mindestens damit Top 8, aber ich will auf jeden Fall jetzt endlich meine erste Krone bekommen. Also
man sammelt immer Kronen, wenn man gewinnt. Boah, aber irgendwie, die haben so Elektroschwerter. Was haben die da alles? Also das sieht echt gefährlich aus. Mal schauen. Wir sind im Finale. Wir sind im Finale, Leute. Nur einer kann jetzt hier gewinnen. Auf geht's. Und ich kenne die Map tatsächlich. Oh je. Das ist ein Start, der schon... Oh mein Gott. Das ist so ein mieser Start gewesen. Aber auf der Map, ich meine, die anderen werden bestimmt auch nicht verschont bleiben. Die anderen werden bestimmt auch nicht verschont bleiben. Ist okay, wir wurden nach vorne genockt. Die Kanonenkugeln so ein bisschen dodgen. Ist gut gewesen, Wir sind dabei, Es ist machbar. Oh Gott, komm. Ich versuche jetzt hier ein bisschen auszuweichen. Ah, jetzt ist es Chaos. Was? Wir waren nicht schlecht. Wir waren irgendwie Top 3, aber für den Sieg reicht's nicht, Mann. Schade. Stumbles and Dragons. Welche Klasse bekommen wir? Wir haben den Sprung. Ich glaube, das ist, Schurke heißt die Klasse. Ich weiß gar nicht, ob es was bringt, überhaupt hier zu springen. Ich habe es einfach mal probiert, aber ich glaube, allzu sehr kann man sich eh nicht saven. Am Ende werden erstmal 16 ausscheiden. Also wir müssen es erstmal einfach nur schauen. Nein, ich wollte den Jump nicht setzen. Dass wir hier einfach so gut es geht. Erstmal hier, genau. Nein, ich hätte den Jump nicht setzen sollen. Ich bin lost. Sekunde, hier? Nee, jetzt bin ich wieder ausgeschieden. Ich probiere es. Nein! Hier muss ich lang. Die Wand kommt schon. Wenn ich jetzt hier es nicht schaffe, dann werde ich ausscheiden. Direkt in der ersten Runde. Das wäre absolut peinlich. Jetzt war gut. Komm. Mit dem Extra-Boost schaffen wir es safe. Sehr, sehr gut. Da sind wir entkommen. Wir sind entkommen vor der Wand erstmal. Hier, ich verstehe hier nicht so ganz, was... Ach so. Das ist der Twist. Ich wollte noch sagen, ich verstehe nicht, was hier dran schwierig ist, Mann. Was ist das denn? Aber ich glaube, wir gehen am besten dann sogar lieber über außen, sage ich ehrlich, oder? Mal hier. Zack, sehr gut. Und halt immer diesen Extra-Jump am besten. Zack, jawoll, wichtig. 11 sind schon ausgeschieden, 12 sind ausgeschieden. Und ich glaube, damit haben wir es safe geschafft. Zack, oh, das war schlecht. Nice, war wieder gut. Jetzt hier warten. Warten. Ja. Extra-Jump hoch, sehr gut. Ja, zwei müssen noch ausschalten. Das schaffen wir safe. Gut, jetzt hier war ein bisschen unnötig, egal. Zack. Ach, das sind so... Nee, das ist offen. Das ist qualified. Die nächste Map ist hier Lavaland. Fall nicht. Okay, wir probieren's. 0 von 8 direkt. Wir warten erstmal. Und zack, Double Jump, würde ich sagen. Wir hätten auch diesen Würfel. Wartet mal. Zack. Hat er was gebracht? Ich glaube nicht, aber ich glaube, er könnte was bringen. Gerade hier. Pass auf. Zack, Würfel. Ja, wieder nicht getroffen. Ich müsste halt irgendwen treffen. Dann wäre es, glaube ich, extrem OP, würde ich sagen. Zack. Ich hätte fast getroffen, Mann. Das ist ja irgendwo unten liegen geblieben. Ah, wieder. Wir müssen es irgendwie so hinstellen, dass wir auch jemanden treffen können, Mann. 3 von 8 raus. Versuch halt so ein bisschen ranzukommen. Jetzt! Oh! Okay, das war insane. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Ich darf jetzt nicht verlieren. Das wäre jetzt extrem dumm. Hat er Glück gehabt, wieder den Würfel nach ihm geworfen, Mann. 6 von 8. Zack. Jawoll! Wir sind im Finale. Okay, jetzt müssen wir wirklich gewinnen. Wir sind im Finale. Stumbles and Dragons, auf geht's. Schaffen wir nochmal den Sieg? Oder schaffen wir den Sieg überhaupt? Das ist der Teleport! Wir können es ein Stückchen nach vorne teleporten. Das ist ganz geil. Okay. Wir müssen wirklich darauf achten, dass wir hier direkt von Anfang an gut spielen. Wir sind, glaube ich, aktuell sogar vorne. Ich verstehe den Teleport nicht so ganz. Also irgendwie... Ich bin nicht auch zu dumm dafür. Irgendwie... Bringt's mir gar nicht so viel. Ich check's nicht so ganz. Keine Ahnung. Ich bring's auch nicht so viel, der Teleport. Es war dumm. Solche Fehler dürfen uns halt nicht passieren, wenn wir hier gewinnen wollen, Mann. Aber er hat den Teleport irgendwie viel weiter benutzen können als ich. Er hat den auch, glaube ich. Will ich nicht. Muss ich irgendwas setzen. Oh, das war lost. Ja, was? Ich hätte irgendwie total weit nach vorne geportet damit, habe ich das Gefühl. Egal. Okay. Das ist gut. Er ist das schon eliminiert. Das war irgendwie ein bisschen weiterer Teleport, hatte ich das Gefühl. Egal. Sehr gut. Nee, ist irgendwie... Ich verstehe es nicht so ganz teilweise. Egal. Ich gehe jetzt auch noch irgendwie auf... Oh mein Gott. An Stellen, wo es irgendwie... Ich darf den Teleport jetzt nicht irgendwie so dumm nutzen, ist dumm. Drüber. Wir sind dabei. Ich war irgendwo ganz vorne müssen halt noch die Gegner sein. Das gibt's nicht. 2 von 7 eliminiert.
Ich habe keine Ahnung, wo die jetzt alle sind, Mann. Ah, hier hat es irgendwie total gut funktioniert. Ich bin so dumm. Wieso mache ich das an der Stelle, Mann? Okay, jetzt hat es irgendwie wieder funktioniert, aber wir sind dabei noch. Also 3 von 7 sind raus. Okay, hier scheint irgendwie Probleme zu haben mit der Stelle. Ist gut. Dumm. Mann, das ist so schwierig. Okay. Das war gut. Double Jump. Wir sind dabei. Wir sind immer noch dabei. Ich glaube, die Teleport sollten wir echt hier zum Beispiel können wir gut nutzen. Jetzt habe ich ihn gerade gedrückt. Ich weiß nicht, wo die anderen Gegner noch sind. Wir warten. Teleport nach vorne. Der hat wieder ein bisschen was gebracht. Ich sehe die anderen Gegner auch leider gar nicht mehr. Die müssen verdammt schnell gewesen sein. So, lost. Wir müssen einfach jetzt irgendwie hier rüberkommen erstmal. Ja, die Wand kommt. Ich glaube, das war's leider für uns. Das war's. Mann, ich hätte gerne wenigstens einmal... Okay, die anderen drei sind, glaube ich, komplett verschwitzt. Die sind dazu dritt auch ganz weit vorne. Egal, man kann nichts machen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, ladet euch gerne StumbleGuys runter. Viel Spaß beim Spielen. Link ist ganz oben in der Beschreibung. Und hier ist der QR-Code nochmal verlinkt. Also vielen, vielen Dank für jeden Support. Danke euch auch für das Anschauen des Videos. Danke an StumbleGuys für die Möglichkeit, das Ganze hier zu bringen. Hat mega viel Spaß gemacht. Haut rein, bis zum nächsten Video. Und danke fürs Zuschauen. Ciao.